Das Tor, das nicht ranklippt, ne? Richtig? Oder was? Ja, genau. Aber ich sehe gerade, ich habe noch nicht mal das Steintor frei. Wann kommt das denn? Level 31. Die Fläche hier. Ah, die ist schon recht groß, ne? Habe ich nicht mal das Holztor freigeschaltet? Als ob. Frage ist, können sie dann von da oben angreifen? Wahrscheinlich nein, ne? Die müssten dann von dort oben hier drumherum laufen und dann hier rauskommen, ne? Aber die könnten auch von da unten kommen. Ich hätte es gern so, dass halt es nur einen Angriffsweg gibt. Und den kann man dann ordentlich verteidigen. Mir ist egal, aus welcher Richtung die angreifen. Das sagst du jetzt noch. Wenn sie dir dann später alles links und rechts kaputt schießen, dann findest du es wahrscheinlich nicht mehr so lustig. Dann baue ich das halt neu. Wie neu bauen, gibt's nicht. Solange sie mir nicht die komplette Base zerstören. Pah. Irgendwie in die falsche Richtung. Da lang. Ich neige immer in die falsche Richtung ab, weil ich da so viele Lichter sehe. Da möchte ich hin. Da ist ein Wegpunkt, da ist ein Wegpunkt. Echt schwer hier auf ein Ziel zuzufliegen, wenn man überall neue Ziele sieht. So ein Wasserfall wäre aber auch voll geil, oder? Da hinten ist ein Wasserfall. Da kann auf jeden Fall nichts dann aus Richtung des Wasserfalls kommen. Frage ist bloß, kannst du dort Fundamente bauen ins Wasser? Ja, kaum, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt wieder dunkel, ey. Mein Vieh kämpft schon wieder irgendwo woanders gegen was Stärkeres, was es nicht machen sollte. Ja, komm. Ich versuche jetzt nochmal Mammoris zu fangen. Vielleicht klappt es ja mit einer roten Talsperre. Du meintest, wenn das schläft, hat das eine höhere Fangchance? Ja, ich weiß nicht, ich denke schon. Aber wenn, dann halt auch von hinten natürlich, ne? Schlafen und von hinten. 0,16, genauso als wenn es steht. Ja, dann keine Ahnung. Okay, eine rote hat immerhin schon 2%. Hat nicht geklappt. Spiel gönnt auch nix. Fuck you.
Warum hast du schon wieder was angeaggrot? Du sollst doch bloß gegen das eine kämpfen, was ich dir hingeschickt habe. So, ich nenne jetzt auch die Zeit in der Dunkelheit und sammle noch ein paar da so. Oh, ein Tomba. Gut, hat sich doch schon gelohnt. Weißt du, macht nur Ärger das Vieh. Lockt extra Gegner an und dann, wenn du fangen willst, tötet das alles. Naja, egal. Ich bin ja eigentlich gar nicht hier zum Kämpfen. Wollt mir irgendwas hier angucken. Bei Effi dran meinst du, ist was, ne? Bisschen über Effi dran. Ja. Da. Direkt über Effi dran ist noch eine große Plattform, bin ich der Meinung. Jawohl, Tombard, und dann ist es auch noch ein Arbeitsviech. Oh Gott! Geschockt. Weiß, was du meinst. Bin daran, weil ich gesehen habe, dass die geschlafen haben, weißt du? Dachte, vielleicht kannst du im Schlaf das Vieh im Käfig befreien. Dann wachen die auf einmal alle gleichzeitig auf und ich krieg einen Taser ab. Geil, oder? Nee, nicht ganz. So, hier ist Stell dir vor, dann spawnt noch ein starkes Pal in der Nähe und gibt dir einfach einen Hyperstrahl ab oder so. Während du dich die ganze Zeit nicht bewegen kannst. Direkt nördlich von Elfidran. Das Ding meinst du hier? Ja. Das ist auch ziemlich groß. Ja, das könnte ich mir echt vorstellen. Das ist, glaube ich, weiter oben gelegen. Aber es ist halt auch viel. Na gut, nicht viel, aber ein bisschen größer als eine Base. Also zwei passen da jetzt nicht hin. Zwei nebeneinander vielleicht? Oder meinst du nicht? Nee, dafür ist das zu klein. Anderthalb, ein Dreiviertel höchstens. Ich meine, wenn also dir das reicht, ist gut, die schau, Level dann hier hast sind du halt ein bisschen. Aber die hören ja dann auf, in der Nähe zu spawnen, ne? Wenn man hier. Ja. Aber hier stehen ganz schön viele Liga der Pal-Freunde rum. Und allgemein Level 20er Health. Oder du hast jeden Tag Pal-Freunde-Raid. Schwierig. Ja, finde ich gut. Ja, es ist mir ein bisschen zu offen, weißt du? So offen und so viele Gegner. Ja, das so richtig Gegner erhöht ist es nicht, weil die kommen direkt hier von den Seiten angelaufen. Ich hätte gerne wirklich so ein kleines Plateau. Irgendwo hatte ich das mal, da sind ständig Pals gespawnt. Und die kamen da nicht hoch und konnte nicht angreifen. Hinterer Kirche war das. Hinterer Kirche, und die haben den Weg nicht hoch nicht gefunden, die alte Erzbase da. Hinter der Kirche? Welche? Ja, die erste Kirche. Aber da wäre blöd, eine Base zu bauen und das ganze Erz wegzureißen. Auch wenn man jetzt nicht mehr so an Erz angewiesen ist. Das Viech ist doch auch geil zu finden. Komm, aufschließen. Du hast doch auch Bergbaustufe 2. Dumut. Mal hier vielleicht. Da oben links. Oder hier oben rechts. Könnte was werden. Gott, ich hoffe, die greifen mich nicht alle an.
Links die Pfeilfreunde, rechts die ganzen Robin-Quills. Über einen Boss-Robin-Quill. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es einen gibt. Guck mal, wie viele Robin-Quills hier rumlaufen. Wenn du den Boss machen willst, hast du dazu 1, 2, 3, 4, 5, weiß ich nicht. 10 oder so, die einfach dann Versuch mitkämpfen mal. werden. Vergessen. Versuch mal rein in den Laden. Vergessen. Bin gespannt, wie lange du überlebst. Wenn dann gleichzeitig diese Windattacken von allen Seiten kommen, kannst du ja nicht mal mehr ausweichen. Elisabeth, jetzt bin ich aber irgendwie an dem Punkt vorbei, wo ich hin wollte. Ist das der Punkt, wo die stehen? Genau da, wo die stehen, wollte ich, glaube ich, ob da ein Base hit passt. Ja, ne, diese Fläche da. Nee, danke. Nicht so gut, aber die da vielleicht. Da stehen jetzt halt auch diese Liga-Leute, ne? Aber theoretisch, wenn eine Base steht, kommen die ja nicht mehr. Theoretisch. Die Bäume kommen alle weg. Wird dann alles gerade gemacht. Mist, gerade jetzt wird's wieder hell. Hier irgendwo bei mir ist noch eine Statue, die wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Jetzt weiß ich nicht, wo genau die ist. Ich hasse das so dermaßen, wenn du irgendwas einsammeln willst und der dann vom Pal absteigt. Obwohl da steht, dass du die Taste halten musst. Tippst du einmal nur F an und der geht runter. Und dann, wenn du runter willst, dann geht's nicht. Ja. Ganz genau. Da ist die Statue, habt ihr gefunden. Ich glaube, hier versuche ich mal. Ich habe ein bisschen Angst, was den Boss und die ganzen Robin Quills da hinten angeht. Die da vorne vor der Tür sind quasi. Aber, ach, naja, ist aber auch nicht gerade hier, ne? Ich hätte es gern gerade. Na gut, ein bisschen schräge ist nicht schlimm, das kannst du ja ausgleichen. So wie die gerade jetzt noch bei dir ist, das geht ja noch einigermaßen. Ich habe keinen Platz im Inventar. Eigentlich soll ich die scheiß Blumen nicht einsammeln. Eigentlich ist das gerade ziemlich dumm. Ja. Mit meinem Jumbo Düsterei hatte ich leider Pech, da kam nur ein Nox raus. Oh, das ist schade. Ich habe auch einen Nox aus dem Ei geholt. Ich finde ja, das sollte aus dem kleinen Ei rauskommen und nicht aus Ja, dem finde ich auch. Das ist total Jumbo. sinnlos. Warum nehme ich eigentlich Paldium mit? Brauche ich doch gar nicht. Boah, Herz. Ist aber auch so ein bisschen stupid, dass Panking nur 30 Damage am Erz macht. Du machst mit der Metallspitzhacke 81 bis 92. Ja, die Pels sollen ja natürlich nur ein bisschen helfen. Ne? Du selber kannst alles schneller machen. Außer wenn du dann die Stufe 4er Pels hast. Also Anubis Stufe 4 Handwerk ist natürlich schneller als du. Ja
gut, Anubis, ich glaube, schneller geht sowieso nicht. Ich glaube, Stufe 4 ist Maximum, ne? Denke mal, ne? Und wenn du manuell machst, du bist vielleicht Stufe 2 oder sowas, denke ich. Weiß ich nicht. Kannst du theoretisch auch noch selber skillen, oder? Das habe ich bloß nie gemacht. Du kannst das selber skillen und du kannst Amulette finden, die das erhöhen. Das gibt's doch nicht. Jetzt geh doch mal dort rein. So sehr ich auch den Hirsch mag, der ist zu groß. Müsst ihr dann halt den besseren Hirsch holen, den kleinen. Mit dem Drachengeweih. Fenlob. Oder wie das dann hieß. Genau, Fenlob. Das war schnell, konnte Doppelsprung machen. Der war ja schon fast im Wolkensprung. Das hat ja, das springt ja sogar richtig hoch. Das soll quasi so ein Killin sein, glaube ich, oder? So eine Mischung aus mythischer Hirsch und Drache oder sowas. Ich weiß nicht, soll in Fenglob ein Hirsch drin sein? Ich weiß nicht. So, was brauche ich denn jetzt für eine Pedalbox? Holz und Stein. Soll ich dir was Lustiges verraten? Ich habe meine Axt weggehauen. Ich habe meine Steinaxt weggehauen und keine Metallaxt gemacht, weil ich mir dachte, hey, die Pelz machen das doch. Kann man. Man kann. Das siehst du. Meinst du, dass ich diese Fläche wirklich ausgeglichen bekomme? Von da unten das Fundament auf diese Höhe hier? Ich denke schon, ja. Uff. Weiß ja nicht. Gehen wir erstmal gucken. Ist halt leider auch noch so ein bisschen offen, ne? Links und rechts und überall. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Neuerung ist und das nur für den kleinen Boss zählt, aber während ich auf dem Hirsch drauf bin, habe ich gerade kein Damage bekommen, sondern nur der Hirsch. Ach so? Das wäre natürlich cool. Das hier macht mir jetzt ein bisschen Sorge, weißt du, wenn ich jetzt hier die Base mache. Die wird dann, glaube ich, noch ein bisschen größer mit den Level-Ups, ne? Die wird dann vielleicht noch bis hierhin gehen oder so. Wenn dann die Pelz anfangen, bis hierhin rumzulaufen, fängt dann jedes Mal das hier an. Ja gut, die sind ja auch nicht immer da, die verschwinden da, ja. Meinst du? Gehören die nicht zum Boss? Glaube ich nicht, nein. Ja, das wäre ein bisschen sehr übertrieben. Ich glaube, das ist gerade ein Spielbug, dass da so viele sind. Meinst du, ich kann vielleicht meine Base hier abusen? Für den Angriff? Ja. Wenn du die in deine Base reinlockst.
War doch hier irgendwo der Boss. Wo ist denn der Boss hin? Vor allem, warum war denn da überhaupt ein Boss? Der ist gar nicht auf der Karte markiert. Gibt es sowas, so temporär Bosse? Die dann verschwinden? Auch möglich. Ich hatte hier was Cooles und hab's ruiniert. Deshalb war das so eine große Gruppe. Das war vielleicht einfach nur. Also kein richtiger Boss, sondern einfach nur so, weiß ich nicht. Gibt es sowas, vielleicht sowas wandernde Bosse oder random auftauchende Bosse mit einer Gruppe? Also wenn, dann sind die neu. Oder mit Papier gewaschen. Yes. Ja, also wandernde Bosse und sowas, das gab es vorher auf jeden Fall noch nicht. Nee, ne? Aber fällt gerade auf, mir würde es ja gar nichts bringen, wenn ich jetzt einen Feng Lob fangen würde. So früh komme ich ja gar nicht an den Sattel dran. Ja. Das ist geil. Ich habe ein Buch im Dungeon gefunden, das mir Anti-Technologie-Punkte gibt. Antitechnologie? Ach, Antik. Ja, Antik. an Antike. Antik. Okay, ich dachte jetzt Anti. Was soll wie Anti? Ich sehe gerade, mein Fenster ist zu weit offen. Ne? Warum sagt denn keiner was? Ein Greenscreen flippt aus. Der Wind bläst es auf. So, ja, jetzt muss ich hier irgendwie. Ach, das wird ein Spaß. Gehen erstmal zurück. Hörst du das? Hörst du das? Nur ein Shiny bei dir. Ja, da. Ah nein, grundsätzlich höre ich das nicht, weil ich habe deinen Stream mute, weil ich dich ja Discord höre. Da siehst du, das wolltest du doch schon immer haben, oder nicht? Nein, nicht wirklich. Shiny Huhn. Tombet. Müsste ich quasi einen Riesenhaufen Stein mit drüber nehmen, ne? Und dann anfangen, das Zeug zu bauen. Weiß nicht. Will ich das wirklich machen? Richtig zufrieden bin ich mit der Position noch nicht. Eine Kiste hinbauen, oder? Hm.
Nee, so richtig ist es nicht, ist noch nicht meins. Guck mal, wir kommen von allen Seiten Viecher rein. Gerade so einfach random reingelaufen. Nee. Winterwählerisch. Hier gibt es einen Baum. Gucke mal, das ist weit oben. Du, sag mal, spinne ich jetzt Ah, jetzt bin ich komplett? gerade bereit. Spinne ich jetzt komplett? Das ist doch aus dem letzten Playthrough auch meine zweite Base gewesen, oder? Weiß ich nicht. Na klar. Hier habe ich eine kleine Treppe hochgebaut. Guck mal, hier ist ein bisschen Kohle. Und ganz viel Erz. Das war meine zweite Base auch damals. Mit dem Baum und der Ausblick direkt auf die Wüste runter. Ja. Hier war damals schon meine zweite Base. Ja, komm, wir machen das einfach nochmal. Das ist ja dämlich, Alter. Ich habe zweimal das gleiche Ding entdeckt. Oder da. Entweder hier oder da drüben auf dem Berg. Guck mal, entweder da ganz oben auf der Spitze oder da bei dem Wasserfall. Das würde mich auch reizen. Ja, dort habe ich schon damals die Base gebaut. Und das war dann eigentlich die Main Base über den ganzen Spielverlauf. Oh. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Selbst Kativa kann in der Erzbase abbauen. Ich dachte, das könnten nur Stufe 2er. Das ist ja dann praktisch, ha? Genau dafür ist die wahrscheinlich geil. Du brauchst keine Erzvorkommen und jeder kann einfach mitmachen. Fast jeder. Wenn sogar ein Stufe 1er darauf kloppen kann. Ich möchte, dass du Stein machst. Du Guck mal, bist zu hier wäre langsam auch dafür. schön. Hier die Stelle. Muss man natürlich ein bisschen gerade machen und ich habe Angst, dass sie mir die ganze Zeit hier reinfallen. Muss man dann auch irgendwie zubauen, wenn das geht. Jetzt ein Wasserfall. So halb in der Base drinne. Oh ne. Toko Toko Himmelsfahrkommando. Tendiere fast wirklich, mich wieder zu dem Baum zu stellen, weil der Baum hat ja auch Riesenvorteile. Alle paar Stunden kannst du da ein paar Skill-Früchte ernten. Toko Toko, das sind die explodierenden Vögel, Ja. ne? Scheiße. Ich glaube, ich kriege die kaputt, bevor die überhaupt in meiner Base drin sind. Guck mal, hier wäre auch was Schönes, aber hier gibt es schon einen Teleporter. Ein Wegpunkt. Kann man direkt an einem Wegpunkt was ranbauen? Oh, scheiß Zwei Anhänger. Toko Toko und ich habe beide gefangen bekommen. Ich mich Mit in der den Kampf Zeit, dass einmischen ich mit der möchte. Base hier wegkomme.
brauchen ein Tor. 10. Hier oben wäre halt auch nicht schlecht, ne? Guck mal, schön, gerade Fläche, große Fläche. Ich glaube, nach hinten weg, von da kann hier wirklich was kommen, weil da ist auch wieder Klippe. Wenn, dann könnte nur was von da unten kommen. Und das ist eigentlich genau das, was ich möchte. Die nur von einer Richtung kommen. Ich weiß bloß nicht, ob man hier hinbauen kann, weil hier ist ein Teleporter. Kann man direkt so neben so ein Ding bauen? Test es aus. Versuche nur eine Box hinzustellen. Muss erstmal jetzt die alte abreißen gehen. Die alte abreißen? Ich habe doch eine gesetzt. Eine zweite. So, das kannst du ja so aus dem Menü rausmachen. Aus die Karte aufmachen, kannst du die alte Base abbauen. Aber die Materialien sind dann weg, oder? Nö. Krieg ich das Holz und die Steine wieder? Ja. Echt? Einfach so? Ja. Das will ich sehen. Wie viel Stein hattest du? 4? Tatsache. Lol. Okay. Ja. Kannst mir vertrauen. Naja. Geht tatsächlich. Macht das aber Sinn, neben den Teleporter gleich noch so ein Ding zu setzen? Machen wir doch wieder hoch zu dem Baum. Irgendwie blöd, denn zwei Playthroughs genau die gleichen Base zu setzen, oder? Boah. Geht. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, meinst du? Du musst ja nicht genauso aufbauen wie beim letzten Mal, kannst du auch anders aufbauen. Sind die Location eigentlich schon ganz cool. Was mir noch so ein bisschen fehlt, so ein schneller Sturzflug. Also wenn die Ausdauer verbraucht ist, dann knallt er ja auch runter wie Sau, ne? Aber ohne Fallschaden oder sowas. Und so einen Sturzflug möchte ich einfach auch machen, ohne dass die Ausdauer verbraucht ist. Wenn ich mal schnell nach unten möchte. Abspringen. Ja, das tut ja weh. Hast du keine Leiter? Doch gerade hier was Grünes leuchten sehen. Jetzt komme ich runter und ich sehe es nicht mehr. Ist irgendwo gesehen? Da war was. Da. Eigentlich mal herausgefunden, braucht man dann eigentlich Steinkohle oder kann man das auch alles mit Holzkohle machen? Ich bin der Meinung, man braucht Steinkohle. Dafür gibt es keine neue Methode, oder? Holzkohle machen.
Nur du brauchst viel zu viel Holz dafür. Und Steinkohle ist viel effizienter. Na gut, aber Holz kannst du ja ganz einfach machen. Ja, aber die Menge, die du dafür brauchst. Ja, aber für Kohle brauchst du halt wieder deine Base, wo Kohle rumsteht. Das meine ich. Oh, farmst einfach selbst ein bisschen Kohle ab, weil das geht da richtig flott. Viel Nee, viel zu einfacher faul. abzufarmen als Erz. Viel zu faul. Ich farm doch nicht selbst. Dafür habe ich doch meine Pelz. Ja. Das muss ich mir bei Tag nochmal angucken. Das macht es bei Nacht nicht viel Sinn, ne? Ich sehe auch gerade überhaupt nichts mehr hier, ey. Gott sei Dank habe ich noch eine Fackel mit. Ja, zur Not habe ich es auch im Inventar. Später gibt es ja dann diese schöne Laterne, die man an der Seite trägt. Bin gerade irgendwo einen Berg hochgeflogen, weil ich jetzt wieder Statuen einsammle. Aber ich habe einfach nicht mal mehr den Berg gesehen, so dunkel war das. Wir haben gerade die Liga der Pallfreunde-Anhänger einen Liga der Pallfreunde-Anhänger umgebracht. Warum? Meuterei. Gut möglich. Nichts ist unmöglich, Toyota. Moin, Level 27er Lupenhorn. Wir hatten jetzt den Kampf ausgelöst. Hellsephir, nee, danke. Hast du auch keine Lust, sagst du? Nee, nee, noch nicht. So geht's mir hier auch gerade. Ich fliege jetzt bloß ein bisschen rum und sammle so Zeug ein. Bei Tag fange ich dann an, die Base zu bauen. Nightwing ist so langsam, ey, ist Vielleicht finde ich ja unglaublich. noch irgendwo einen Boss, den ich machen kann. Der nicht ganz overlevelt ist. Also davon gibt's genug. Das muss man erstmal finden, ne? Richtig. Und wieder. Ich will einen Schnellreisepunkt ansprechen und der steigt ab. Warum sprichst du auch mit Punkten? Weil ich Ne, mehr nicht Punkte ins lustig? Komma bin. Was? Irgendwas mit Komma habe ich gehört. Alles gut. So viele Statuetten überall. Wusstest du eigentlich, dass die Statuetten
oder beziehungsweise die Bonuschance der Statuetten die ganze Zeit über verbuggt war, damals, als wir es gespielt haben. Ja. Die haben, also für die, die es nicht wussten, die haben die Chance verringert, ne? Nee, die Pluschance, die es gibt, die wurde angezeigt beim Fangen, aber wurde gar nicht verrechnet. Also, sagen wir mal, da du wirst einen Ball auf das Grimtail da vorne schmeißen. Es steht da, es hat eine 25% Chance und da ist schon der Bonus von den Statuetten drin. Aber in Wirklichkeit hat es dann nur mit 13 oder 15 oder sowas gefangen, weil es die halt nicht verrechnet hat. Es hat sie dir angezeigt, den Bonus, aber es hat es beim aktuellen Wurf nicht verrechnet. Nee, tatsächlich war das ganz am Anfang anders. Am Anfang haben die dir kein Plus gegeben, sondern Minus. Das war nicht nur ein Anzeigebug, sondern die haben deine Fangchance verringert. Ernsthaft? Ja, ganz am Anfang. Ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Patch wurde das zumindest behoben. Okay. Das ist auch eine riesige Erzfläche hier. Könntest du fast zwei Bases reinklatschen. Riesige Erzfläche hier. Auch ganz cool. Heißes Jumbo-Ei. Gefrorenes Riesenei. Wo bin ich hier? Wo sind wir? Ja, ich bin gerade so am Starthorn suchen. Ich bin überall lang, wo es grün leuchtet und weiß gar nicht mehr, wo ich überhaupt bin. Ich sehe gerade halt überall so coole potenzielle Base-Stellen. Mir so scheiße. Wo du gesucht hast, hast du nichts gefunden. Jetzt siehst du überall so große Flächen. Aber na gut, wie gesagt, ich will ja nicht bloß eine große Fläche, ich will eine große Fläche oben positioniert mit nur einem Eingang. Oh, Mozzarella. Euch fange ich doch gleich direkt. Ja, die Kühe sind immer so schwer zu finden, ey. Gerade zufällig zwei gefunden. Lucky. Ich habe dann teilweise fürs Brüten einfach die Kuchenzutaten gekauft. Statt mich auf die Kühe und sowas zu verlassen. Hast du dann am Ende so viel Kohle gehabt? Vor allem, wenn man die Nägel verkauft hat. Ob ich so einen Level 17er Azu-Rope wohl schaffe? Ja, ich denke schon. Problem ist halt, dass das Ding nicht komplett ausartet wie mit dem anderen Viech gerade, dass da 8 Stück von sind. Ist halt die Frage mit dem Wasser, wie tief ist es da? Kann man dort stehen oder muss man dort schwimmen? Ich glaube, du kannst auf Nightwing sein, ne? Naja, aber wie will ich dann kämpfen? Also gut ausweichen oder so kann ich dann nicht mehr. Guck mal, wie das hier aussieht. Könnte flaches Wasser sein. Ja. Olli, wupp, kann ich mich ja gar nicht dran erinnern. Nicht. 57% Fangchance und das bricht permanent los. Jetzt habe ich's.
Also ich bin irgendwo links von Azurub und ich finde ja nicht den nächsten Reisepunkt. Oh Gott, folgen einen ja richtig, ey. Und wir noch mal ein. Bei eingefroren geht ja die Chance auch hoch. Ich hatte gerade 23er Chance bei noch 50% HP oder so, weil er eingefroren war. Was dort? Ernsthaft? Mal ein bisschen die Aggro auf dich nehmen? Endlich 270 Meter Schnellreisepunkt. Ja! Jetzt kann ich endlich den Erzbruch freischalten. Ja, Erz. Es gibt endlich Erz, Leute. Da. Ja. Damit. Puh. Guck mal, die haben ja alle zugeguckt. Wie sie ja alle zugucken. Was ist das für Blumen? Und die neue? Blumen? Schön aus. Guck mal hier, so eine fette Blumenwiese. Kenn ich gar nicht. Möglich ist es. Oh, oh, oh. Bist du hier auch noch gerade lang bei Azurub? Ja, ich bin westlich davon. Eine wunderschöne Blumenwiese. Hier könnte man eine Base hinbauen und alles zubetonieren. Weg mit der Blumenwiese. Ich bin so böse. Mich haben zwei Vanwirm angegriffen und ich habe mich hinterm Bronzsherry versteckt. Jetzt greift das Bronzsherry zurück an. Oh. Smart. Das ist nicht böse, das ist einfach nur smart. Halt, die übertreiben so dermaßen. Oh, fettes Ei. Riesenfett. Seh das mal an. Das ist ein Big Boy. Guck mal, guck dich mal an. Das ist größer als mein Charakter. Da vielleicht so ein, wie heißt das Vieh? Ne, das kommt aus Drachenei an. Diese Seeschlange, aber als Feuerversion wollte ich gerade sagen, aber das kommt ja aus, aus Dracheneiern. Kommt denn aus einem riesen Feuerei? Ich bin der Meinung, das kann aus riesen Feuereiern kommen, aber nicht aus dem Gebiet. Nee, stimmt, du hast recht. Das waren Dracheneier. Das kommt aus dem Feuergebiet, aber auch aus Dracheneiern. Na genau, dieses Vulkanfeuergebiet, aber Dracheneier. So. Danke für deine Mitarbeit, Bronzsherry. Ich hatte nämlich nur noch 90 Leben. Gut, dass ich gerade noch einen Punkt in Leben reingesetzt habe. Wäre aber gestorben. Ich glaube, so mache ich das. So wie es jetzt gerade steht, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, ich denke, so machen wir das. Nur kann ich es dann später immer noch... das Ding nochmal abreißen und minimal versetzen oder so. Aber so. Ja, läuft. Ich komme meine Base rein und
Zwei meiner Viecher sind fast tot wegen Verbrennschaden. Ja, wie schaffe ich jetzt alles von da hier rüber? Oder lasse ich die andere Base auch noch laufen? Überfall. Hallo? Hier sind noch nicht mal Pelz drinne. Ja, so war das bei mir auch. Wahrscheinlich. Von wo kommen die jetzt? Aber das ist jetzt eigentlich gut. Eine Chance für mich zu sehen, von wo die Gegner hier kommen. Bei dieser Base. Oh, Wilderer. Ich glaube, die schaffen das da nicht hoch. Nee, die kommen von da hinten. Die können da nicht hochkommen. Das ist schon mal gut. Quasi. Nicht jeder Raid landet auch bei mir. Schieß doch mal drauf auf die. Das ist ja top. Also wenn ein Raid von hier hinten spawnt, habe ich Glück gehabt, dann landen die einfach in der Ecke. Und wenn sie von der anderen Seite spawnen, dann müssten sie halt diesen einen Weg kommen. Da mache ich ein fettes Tor, Verteidigungsanlagen. Ja. Das wird die Base. Ja. Betreibst du da dann jetzt deine erste Base weiter oder reißt du die ab? Meine erste Base reiße ich dann ab. Da habe ich sowieso alles nur durcheinander hingestellt. Einfach nur, damit sie überhaupt was tun. Mhm. Bin ich mal überlegen, soll ich jetzt hier erstmal ein Fundament legen oder soll ich jetzt erstmal anfangen, eine Base zu bauen? Hinterher Fundament legen ist schwer. Erst Fundament bauen. Wird die Palbox, so wie du sie jetzt stehen hast, erstmal setzen. Gucken, wie du die am besten platzierst, damit du so einen groben Umriss hast und ja, dann. Den hab ich schon. Fällt mir eigentlich. Da wird ja noch ein bisschen größer, ne? Mit den Level-Up. Minimal so, vielleicht bis hierhin oder sowas. Glaube ich, wird er noch. Wird die größer? Ich glaube nicht. Doch, doch. Also eine Level 1 ist kleiner als eine Level 20 oder was auch immer das letzte Level war. 15, keine Ahnung. Es ist nicht viel, ist ein bisschen. Nein, die haben das geändert. Hm. Wenn ich die so hinstelle, klappt das dann? Fundament bauen, bloß wenn hier alles voll ist mit Sachen, ist auch schwer, ne? Und lasse ich dieses eine Ding dann stehen? Oh, jetzt habe ich keinen Stein mehr. Also Kohlebruch gibt's nicht, hast du gesagt, ne? Habe ich zumindest nicht gesehen, ne? So, ja, da fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich mal die Baupläne verkaufen gehen. So, Armbrust-Bauplan 2 bringt jetzt auch nicht so viel, oder? Eine seltene Armbrust ist so viel besser als die normale? Nö, lohnt sich nicht. Vor allen Dingen, da du so... Kommt drauf an, also wenn du über den Armbrust spielen willst, dann lohnt sie sich, aber... Du schaltest ja so schnell die nächste Waffe frei. So,
Warum gibt es denn keine Kiste für Verbrauchsgegenstände? Oder gibt's die? Gab's das nicht? War das nicht unten rechts? Unten rechts. Andere Verbrauchsgegenstände, Tatsache. Hast du recht? Und euch mal um wichtigere Sachen. Es wird jetzt ein Riesenspaß, das alles rüber zu schaffen. Betäubungsknüppel. Der ist cool, ja. Wahrscheinlich gleich erstmal eine kleine Pause einlegen müssen. Das war's im Discord und bei Tab Titans machen. Lol. Bleib ich Man einfach kann mal auch Holzschutzwand nur auf Holz stellen? Scheint so, wenn es da so steht. Steht nicht auf dem Boden. Das ist ja scheiße. Ja, ich bin mal so 5 Minuten oder 10 Minuten weg, ne? Jo. Bis gleich. Bis gleich.